Alright, willkommen zu Strider. Wir werden vermutlich jetzt nicht allzu viel Zeit mit diesem Spiel für heute verbringen, aber wir werden zumindest mal einen Ersteindruck uns machen. Wir haben hier ein 2D Metroidvania vor uns. Das Spiel ist mehr oder weniger ein Remake, aber bitte fragt mich nicht, in welchem Umfang, ob das Spiel wirklich einfach nur mit neuen Grafiken ausgestattet worden ist oder ob man einfach sagt, hey, wir nehmen den Strider-Name und versuchen da was Neues draus zu machen. Das Game uses out of safe feature, alles klar. Und ich hoffe, die Lautstärke geht soweit in Ordnung. Gucken wir mal ganz kurz noch schnell in den Settings. Vielleicht reden wir hier noch so ein paar runter. Einfach auf Sicherheit. Ansonsten, ich muss schon ganz ehrlich zugeben, ich hasse es, wenn Fonts so dargestellt werden. Ansonsten Blume ist an. Gucken wir mal dann im Spiel, wie das aussehen wird. B-Rank Easy, Rank A Normal. Wir nehmen einfach Normal. And the runes can be used to fast travel. Okay, mit Action gehen wir hier in das Spiel rein. Bin mal gespannt, ob wir so ein bisschen die Steuerung erklärt bekommen. Eliminate Grandmaster Mayo. Okay, wir kriegen so überhaupt keine Hilfen diesbezüglich. Ah, how to play. Nicht so how to play controls. So, gucken wir mal. Move. Plasma Katapult Kunai Direction. Aim Kunai ist auf dem rechten Stick. Kunai ist ebenfalls auf einen der hinteren Button scheinbar. Plasma-Katapult ist auch hier wieder vorhanden. Secondary ist da oben. Kunai ist auf B. Jump und Primary. Okay. Was war das für ein Sprung? Ah, das looks goofy. Das erste Strider ist doch schon eine Ecke her mit 28 Jahren. Keine Ahnung mehr, wie das da... Ja, okay. Kein Vorwurf in der Hinsicht. Okay, also ich kann jetzt zum Beispiel jetzt hier lustig die X-Taste einfach gedrückt halten. Und... Oh, cool, dass man da wirklich auf den Boden so einprügelt. Ohne größere Probleme. Ich glaube, wir haben leicht Schaden gerade genommen. Ansonsten, wir können definitiv in mehr Richtungen schlagen. Und selbst in diesem lustigen Flickflack haben wir die Möglichkeit, so zu agieren. Ohne größere Probleme. Vielleicht mal hier gucken, ob man hier irgendwo lang kommt. Wir können uns auch an Wänden scheinbar festhalten. Hi, guten Tag. Okay, das können wir mitnehmen, sehr schön. Bisher metzeln wir uns hier wirklich einfach nur durch. Oh, wir können uns sogar... sweet. Escape Trap. Oh boy. Au. Slight Assault. Charged Boots allow Hiryu to damage items when sliding into them. Can be used to enter small spaces previously inaccessible. Uns da genauer erzählt, wie wir das machen müssen? Nicht wirklich. Achso, einfach unten und A. Okay. Meine Frage ist, gab es jetzt hier irgendwas... Achso, wir sollen hier auch so wieder zu raus. Okay, die Treppe zum Beispiel ist im die Leiter ist im Hintergrund. Okay, meine Frage ist, ob ich jetzt hier zum Beispiel wieder hoch kann, denn ich meine, wir hatten am Anfang was. Was wir hier vielleicht hätten machen können. Zählt das hier irgendwie? Na, scheinbar nicht. Genau, das nicht in der Luft so einsetzen, wie wir es wollten. Okay, gut. Ich guck gerade, ob man hier schon irgendwelche Tasten irgendwie... Okay, jetzt muss ich trotzdem noch ganz kurz gucken. Controls. Ach, ist das Secondary Attack, okay. Secondary Attack können wir nicht in der Luft einsetzen, sondern nur wirklich, wenn wir auf dem Boden stehen. Und auch wirklich, egal wie wir sitzen oder stehen, das Gleiche.
Okay, hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Richtungen, die wir einschlagen können. Vielleicht mal gucken, wo zur Hölle wir hinkommen können. Oh, das Schöne ist, dadurch, dass wir uns wirklich an... Okay, wir bräuchten aber definitiv einen Double Jump, um hier ernsthaft irgendwo hinzukommen. Oh, das ist so nicht offensichtlich gewesen, dass hier... Oh, okay, man kann also auch, wie man es kennt, nach unten und Sprungtaste lässt einen runterfallen. So, wichtig ist, wir können diese Dinger nicht einfach so... Okay, was zur Hölle muss ich jetzt hier machen? Denn das sieht zu weit entfernt für mich aus. Ist hier unten irgendwas noch? Außer HP, das wir dankend annehmen. Uns ein Minimap ist natürlich schon durchaus beeindruckend. Hier ist einiges zu finden. Hier ist wirklich einiges. Holy moly. Und es wäre schön, wenn du nicht immer an irgendwelchen Sachen hängen bleiben würdest. Danke. Also, kommen wir von hier nicht irgendwo, irgendwann langsam her? Ja, wir sind von hier aus rausgekommen und gefühlt respawnen hier unendlich viele Gegner. Ja. Yep. So, wir können hier vor allem runter. Hi, what's up, buddy? New Concept Art. Okay, whatever. Au, nicht lustig, Guys. Vor allem kann ich mich von hier nicht irgendwo hinspringen. Kann mich nur fallen lassen. Was vielleicht ungesund für uns ist. Ich meine, wir haben... den späten 80er, frühen 90er Stil haben sie auf jeden Fall gut modernisiert. Okay, wir sollen auf jeden Fall dort lang. Im Endeffekt sagt uns der Fall ja auch, dass wir da hinrennen sollen. Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht auch da sogar einfach runterfallen sollen. Ja, tatsächlich. Okay. Ich war mir nicht sicher, ob wir den Sprung überhaupt schaffen. Dementsprechend habe ich umgedreht. Refill. Okay, schön, auch wenn wir nicht wirklich, glaube ich, viel verloren haben. Ist hier irgendwas Schönes da oben? Nope. Okay. Checkpoint. Muss ich hier irgendwie rein, raus? Warum kann ich nicht angreifen? Okay, jetzt konnte ich's. Okay, also wir sollen... Wir können aber hier hoch. Moment. Dann wollen wir natürlich auch hier erstmal hoch. Und gucken, was hier auf uns wartet. Okay, HP in erster Linie. Kommen wir hier hoch? Yes, kommen wir natürlich. Was auch immer das jetzt ist. Hier unten können wir lang. Okay, da sollen wir nicht durch. Hier ist irgendwas. Das ist irgendein Ding, das wird uns auf der Karte angezeigt. Und wir können sogar hier hoch. Acquire Charger Upgrade. Okay. Achso, wir gehen schon sogar in die richtige Richtung. Ich bin einfach nur zufällig gelaufen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also es könnte sein, dass wir jetzt irgendwelche Goodies übersehen haben. Hi. Nothing can stop me. Au. Au, wow. Au. Nicht lustig. Ich habe keine Ahnung, wie man dem ernsthaft Schaden zufügen soll. Okay, jetzt hatte ich auf einmal die Chance, ihn anzugreifen. Ah,
Okay, immer wenn er seine Combo einsetzt, also. Sweet. Dann haben wir also auch das gelernt. So ist hier uns noch. Oh, da oben sind HP-Dinger. Okay. Echt ein bisschen spät dafür. Aber zum Glück sind wir nicht draufgegangen. Charge Cypher. 2x Damage and 2x Range. Nice. Able to break some enemy blocks and shields. Hold X and release for Charge Cypher. Strike. Investigate seismic disturbance. The game mixes together elements from the first arcade Strider, the NES console game, Strider 2, his fighting game appearance, and the original manga. Das ist ein großer Strider-Eintopf, ja? Okay, damit haben wir jetzt hier eine Attacke, die wir aufladen können. Tut uns das jetzt hier schon was? Nice. Dafür haben wir auch gleich ein Achievement bekommen. Master of Unlocking. Okay, und damit haben wir jetzt auf jeden Fall auch schon Gegner. Upsala. Auf den wir das sofort einsetzen dürfen. Und das Schöne ist, die Attacke wird... Oh nice, hier kriegen wir auch gleich genug HP wieder. Die Attacke wird sogar über Screens hinweg aufgeladen. Oder bleibt aufgeladen, sollte man ja sagen. Oh boy, hi. Holy shit. Okay, also wir können jetzt definitiv einiges an Schaden anrichten, indem wir den Strike nutzen. Du hast unten was vergessen. Das überrascht mich nicht, aber gucken wir uns um. Ja, hier genau konnten wir lang. Health Upgrade, nice. Vielen Dank für den Hinweis, definitiv. Bin immer über Health Upgrades dankbar. Okay, nice, sehr gut. Ja. Ganz kurz aufladen, man weiß ja nie. Okay, hier kommt jetzt keiner uns entgegen. Okay, hier können wir jetzt gerade nichts machen. Ich glaube, das war auch nur HP auffüllen. Der eine Typ, der da im Hintergrund steht. Destroy Power Couplers. Haben wir davon gerade Schaden irgendwie genommen? Hab ich. Ich gehe mal davon aus, dass das Ding ungesund ist. Oha! Okay, also wir sollen im Endeffekt uns nach oben arbeiten, während wir gerade davon vielleicht... Au, entzert. Ist nicht selbstverständlich. Ach, da, wo die Pixel sind im Endeffekt. Da, wo die Pixel rauskommen. In dem Bereich dazwischen kämpfen, ergreifen sie an mit dem Elektrozeug. Yikes. Ah, der Sprung. Vielleicht soll man gegen die gar nicht großartig kämpfen. Okay, nice. Ja, dieses Spiel wirkt schon ziemlich cool. Vor allem, wie schnell wir wirklich in so eine Bosskampf Art oder Miniboss, keine Ahnung, hier reingeworfen werden, ist sehr, sehr cool. Okay, springen ist immer noch super lustig aussehend.
Ich habe keine Ahnung, ob man das hätte irgendwie schneller machen können. Okay, also der Kampf hat definitiv mehrere Phasen pro Phase. Alles cool. Oh, wow, wirklich? Au, die Piekser tun uns weh. What are you now? Das ist erstmal ein Loading Screen, definitiv. Okay, warum auch immer das Ding flüchten lässt. Pilot Option Online. Option C has been received. Recover Option C, okay. Das wollen wir natürlich gucken, ob hier irgendwas Lustiges auf uns wartet, wenn wir in die andere Richtung erstmal gehen sollten. Das ist überraschend, vor allem wie schnell wir schon hier auf ein neues Gebiet stürzen dürfen. Ich dachte wirklich, wir würden komplett in dieser Basis kämpfen. Das wäre zumindest bei Metroidvania typisch. Ja, jetzt sind wir hier komplett bis nach unten gegangen. Sweet. Das hat sich definitiv gelohnt, wie immer. Autsch! Das definitiv wiederum nicht. Das können wir gerne darauf verzichten. Okay, also da könnte man theoretisch schon mal weitergehen, aber uns fehlt immer noch diese Double Jump oder extra Dash-Fähigkeit. Oh, hi. Um dahin zu gelangen. Wow. Ich habe leider jetzt gerade Shutmans Kommentar lesen wollen. Und war abgelenkt. Gerade mal nachgeschaut, weil ich schon im Verdacht hatte, die Sprunganimation gab, wenn auch langsam schon im ersten Slider. Okay, cool. So, hier unten können wir hin. Und hier ist was, was wir bisher noch nicht machen können. Okay, gut. Oh, cool. Okay, mit der Sekundären kann man die also in die Luft juggeln. Cool. Okay, gleich mal gucken, was hier unten noch ist. Okay, einfach nur eine HP-Station von mir aus. Hi. Okay, hier oben ist nichts, aber da oben ist definitiv etwas, was man finden kann. Vielleicht lass uns hier gleich mal nach oben gehen und auch hier wieder gucken. Okay, das sieht ungesund aus. Ist ungesund. Ja, sehr gut. Okay, wir könnten hier nach unten, aber auch hier wieder erst nur mit Fähigkeit. Dann folgen wir dem Weg. Gucken, ob man hier irgendwie schon... Nope. Hier geht's schön weit wieder nach unten. Und da ist eine Tür, die wir in der Zukunft aufmachen könnten, um hier wieder rauszukommen. Gut zu wissen. Also vermutlich, wenn wir die Fähigkeit freigeschalten haben. Schön ist definitiv, dass man in jede Richtung schlagen kann. Also man kann auch die dümmsten Viecher in der Luft treffen. Okay, da komme ich nicht drauf. Aber von da komme ich vielleicht drauf. Mit ein bisschen... Na, zu weit weg. Okay.
Okay, da komme ich auch noch nicht hin. Oh, hi, ich habe dich gar nicht wahrgenommen. Okay, da unten komme ich so nicht hin. Muss ich den Weg hier lang nehmen. Also die Maps sind extremst überraschend groß, muss ich zugeben. Guten Tag. Wurzeln bin ich jetzt hier wiederum. Oh nice, man kann sogar den Kollegen da hinten halbwegs gescheit treffen. Okay, was habe ich jetzt hier im Endeffekt? Okay, ich bin jetzt unter diesem Punkt. Und hier ist auch schon wieder irgendetwas, was man theoretisch öffnen könnte. Meine Frage ist, kann ich von unten? Nee, ich komme also auch von unten nicht durch. Was auch immer man hier machen muss, um weiterzukommen, ist noch nicht offensichtlich. Ja, damit kann man. Hier irgendwas Interessantes? Yes. Uniformed personnel operate under the authority of the Grand Master and must be obeyed at all times. Hey, hey, 3 von 10 haben wir damit. Noch hier haben wir wieder einen Durchgang, den wir nur von. Den wir aktuell einfach noch nicht durchbrechen können, sagen wir es so. Und er geht da auch da jetzt nicht rüber, egal was ist. Ja, hier ist einfach Ende. Oh Gott, damit, warum respawnt ihr schon wieder? Mhm, hi. Ja, der Kollege hat definitiv viel uns zu erzählen. Oder meint uns das immer wieder erzählen zu müssen. Ich denke, das ist die bessere Beschreibung dafür. Okay, auch hier unten ist wiederum was. Und auch er ist schon wieder respawned. Okay, gucken wir mal, wo zur Hölle wir jetzt hier weiter machen müssen. Einfach hier rein, okay. Ach, du heilige Makrele. Big Boy. Okay. Ist das hier irgendwas? Haha, nicht mit mir. Okay, du kannst sogar ein paar Attacken einsetzen. Interessant. Den Zimmer war sogar relativ simpel, weil dafür einfach zu langsam war. Was haben wir denn hier so Feines? Gimme, gimme. Downstrike. Press Y in Air. Okay. Sweet. Und damit haben wir jetzt hier so einige... Wow, hi. Gebiete. Achso, hier sollen wir einfach weiter runter. Okay. Ist das hier irgendwas? Yes, it is. Ein Fahrstuhl. Eieiei. Okay, damit haben wir hier einen Raum zum Reinrutschen. Exit the Palace. Okay, okay. Wir können hier über den alten Weg hier wieder weiter. Das ist natürlich wirklich das Angenehme, dass man sich einfach an Wänden festhalten kann. Komm on, hoch da. Hier ist natürlich auch noch ein... Oh. New Animal Intel... Enemy Intel, nicht Animal Intel. Kann man das hier irgendwo einsehen? Nope, scheinbar nicht.
Du lässt mich mal durch. Dankeschön. So, wir können jetzt da rein. Wollen wir das bereits schon? Nö, wir wollen ja erstmal gucken, was hier noch ist. Ja, wie man sieht, da ist irgendwo noch ein Weg, den man gehen könnte, aber den auch scheinbar nur von der anderen Richtung erreichen kann. Doof. Ich weiß nicht, wie viele Wege es jetzt wirklich noch gibt, die man hier theoretisch ein... Achso, ich soll ja auch nicht mehr raus. Okay. Ich glaube, sonst war da auch so nichts mehr. Ist hier oben was noch Schönes? Außer Autsch. Erstmal schön reinrutschen. Aha. We are a worldwide model of transportation efficiency. Okay, wir können hier runterfallen. Und dürfen aufpassen, dass wir hier vielleicht nicht überfahren werden. Alles klar. Okay, erstmal hier hinten gucken. Da ist irgendwas an die Wand geschrieben, dass ich definitiv nicht lesen kann. Und das Schöne ist, dass hier zum Glück keiner entlang fährt. Hi, Buddy. Oh, hätte gehofft, dass ich beide so angreifen kann. But nope. Ah, schön, dass du die nicht treffen kannst. Oh, hi, it's you again. Oh, ja, okay. Der Angriff, der kommt natürlich zurück. Das Lustige ist vor allem, dass die jetzt auch schon gar keine HP-Anzeige mehr haben. Also entweder sind die Automaschinen immer schwächer als dieser kurze Minimoss. Komm ich irgendwie da? So komme ich da durch. Okay, und dann haben wir wieder einen Buchstaben oder whatever. Du könntest doch ruhig, danke. New Concept Art. Okay, ich würde ganz gerne noch vielleicht noch so ein kleines bisschen weiterspielen, aber allzu viel mehr wird es dann auch schon für heute nicht mehr sein. Also der Anfang ist meines Erachtens wirklich stylisch gestaltet. Okay, da ist ein Buchstabe, an den wir irgendwie rankommen könnten. Mal rausfinden, nur wie. Okay, so. Nice. A new Survivor Challenge has been unlocked. Ja, ziemlich Standard, eine schwäche Version als Standard-Gegner einzubauen. Yep. Bin überrascht, wie schnell es passiert. Viele Spiele gehen hin und haben halt, okay, hier diese Random Goons. Und dann irgendwann später, nachdem man dann ein paar Recolors drin hatte, fangen die meisten Spiele meines Erachtens erst dann an, das so zu machen. Okay, kommt der auch nochmal zurück? Ja, okay. Or not. No mind. Oh, doch. Okay, aufpassen, denn da wollen wir nicht gegen knallen. Okay, sweet. So, immer noch nicht das Gefühl, dass wir hier hin müssen. Oder vielleicht doch. Ja, vielleicht doch. Au. Deckenschießer. Oi. Hätte gehofft, dass ich da irgendwie hinzukommt und ich den da irgendwie reinschubsen könnte. So, da sollen wir nach unten lang. Aber da oben sind natürlich noch mehr Sachen. Also lasst uns nochmal schnell hier lang gucken. Ja, Benny, hier ist noch Zeug. Und erneut ein HP-Upgrade. Bin gespannt, ob wir hier schon irgendwelche übersehen haben, eventuell, aber 4 von 10. So,
So, wir sollen einfach nur nach unten jetzt aktuell. Also wollen wir natürlich sicherstellen, dass wir trotzdem alle Ecken überprüfen. Aha. So kann ich hier... kann tatsächlich von der anderen Ecke einfach das öffnen. Ich will es auch sicher noch für 2 Stunden machen. Wir singen auch im Chat für dich. Ah. Okay, da brauche ich ja nicht mehr hoch. Irgendwie? Nope, da unten geht es nicht weiter. Also ich würde vielleicht ganz gerne irgendwie noch gucken, ob wir vielleicht irgendwie noch zu einem Boss kommen könnten nochmal hier. In der Map hier. Wow, whoopsie. Oh boy, hi. Ich habe definitiv nicht mit Gegnern gerechnet. Ja, ihr ganz schöne Dreckskinder. Oh, hi. Achso, und wir müssen im Endeffekt beide Seiten kaputt machen, damit dieser Zug da weggebracht wird. Alles klar. Lustig, wenn das Spiel alterniert zwischen... Oh boy. Who are you? Hi. Paipu. Ha. Wait, what the hell? Wow, ich bin jetzt hier in der Ecke eingeklemmt. Komm nicht mehr raus. Could you stop? Okay, bleib ich einfach in der anderen Ecke stehen. Option C, Robot Eagle. Sweeping attack strikes multiple enemies, best for airborne enemies. Use Eagle Purchase to transport from perch to perch. Hold left bumper und B to activate. Okay, That didn't work. I think. Okay, das ist ziemlich cool. Okay. Wir werden jetzt zwar hier angegriffen, aber ich denke, nach dem Kampf haben wir jetzt hier, ups, einen sehr guten Zeitpunkt gefunden, um hier Halt zu machen. Also, ich denke, das Spiel spielen wir definitiv weiter. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr actiongeladen. Und vor allem halt sofort auf das Wichtige und Richtige konzentriert. Wir haben hier, keine Ahnung, ein bisschen über eine halbe Stunde vielleicht gespielt. Und hatten 3, 4 Kämpfe, die von größerer Wichtigkeit waren. Also, das spielen wir beim nächsten Mal weiter. Alright. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich verabschiede mich. Und bis dann.